So, da sind wir wieder. Gestern grandios gegen Augsburg ein hervorragendes Unentschieden 1-1 rausgespielt. Und jetzt zu Gast bei Frankfurt. Los geht's. Klassisch. Spielen mit dem klassischen Controller. Ich weiß echt nicht, warum da unten so ein Düsseldorf-Symbol ist. Hab ich nicht dahin gemacht. Also blendet das einfach mal aus, dieses Düsseldorf-Symbol. Ich. Naja. Geht's los? Drücke B, um zu köpfen. Je länger du B gedrückt hältst, desto härter und höher fällt der Kopfball aus. Mit LS kannst du nach rechts und nach links zielen. Du hast 8 Versuche, um alle 4 Ziele im Tor zu treffen. Du verlierst Punkte, wenn du die Spielfigur triffst. Piu. Piu. Nein! Piu. Lade! Yeah! Yeah! Yo! Bonuspunkte! Ich krieg Bonuspunkte! Ich krieg eine Silbermedaille fürs Köpfen! Ist ja interessant. Weiter geht's! Wie schön, wir dürfen dieses Spiel für Sie kommentieren. Und Unsere ich? Namen sind Frank Buschmann und Manni Breuken. Und der Profi! Die heutige Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Und der Trainer sitzt auf der Bank und heult. Denn Frankfurt ist, glaube ich, stärker als Augsburg und gegen Augsburg habe ich schon unentschieden gespielt. Macht er ihn rein? Hat Na er den gewonnen? sicher. Pam! Was für eine klasse Tat. Na, können Sie froh sein, dass Sie kein Loch im Ball Netz haben, fällt sonst ins wäre er jetzt Tor, drinne. Ecke für Borussia Dortmund. Um mal die derzeitige Und Diskussionsrunde wieder im Fußball Ecke. anzufachen. Ein Loch im Netz. Naja, warum nicht? Öfter mal was Neues. Früher ist mal eins umgefallen, jetzt haben wir ein Loch drinne. Als nächstes wird's weggebeamt. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Piszczek. Ja, da ist der Trainer, der hat heute sein zweites Spiel für den neuen Club. Unentschieden in der ersten Partie. Was will er haben? Ein Sieg heute natürlich. Einen? Ja, man kann Ich aber will auch mal heute nicht immer zwei Wunder Siege. von Tag 1 an erwarten. Er braucht Zeit, um die Mannschaft kennenzulernen, um sich an die Ich neue kenne die Umgebung zu gewöhnen. Mannschaft. Habe ich schon bei FIFA 12 gehabt. Piszczek. Lauf Jetzt doch haben sie zum sich den Ball Ball. im Mittelfeld zurückgeholt. Rode, ein harter Arbeiter für die ganze Wiese. Für den ganzen Tim. Huh? Und Achtung, genau hingeschaut. Schubsen am Und Trikot die ziehen. Angreifer wieder gestoppt. Huh? Alter. Lewandowski. So weit hinten ist ja interessant. Er geht ins Zweikampf. Nein! Da steht man so alleine vorm Tor und nichts passiert. Lewandowski. Wojciechowski bewegt den Ball. Piszczek. Jetzt! Da ist nur keiner. Wo ist eigentlich Alaba? Alaba ist heute nicht mehr da. Man merkt, Das meine Netz Platte der wird langsam voll, Abiturienten deswegen ruckelt's. antizipieren. Er liest die Situation und Schon zu schnappt sich viel das Spielgerät. von unseren anderen LPTs, WoW und Dead Space drauf, dass es wohl ein bisschen ruckeln könnte. Was? Dann gehst du dir wiederholen, Freundchen.
Hol ihn dir wieder. Vorteil, sie dürfen weitermachen. Zuerst wollte er den Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Ah, kommt der Pfiff. Das war wohl ein Spielzug mit Pfiff. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Boah. Ha. Puh. Ja, das gibt dann gerade noch mal so geklärt. Weg damit, weg damit, weg damit. Ach so. Der geht ins Aus, mein Kollegenfreund. Boah, Pfosten. So ein Pech aber auch. Subotic. Alaba. So weit hinten ist ja interessant. Reus. Ui. Ein Ballverlust dieser Art dürfen Sie sich einfach nicht erlauben. Jetzt geht er ran, Mann. Schönes Tackling. Sauberer Zweikampf. Ah, zu steil gespielt. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Eigner. Alles voll. Da wird er vom Ball getrennt. Aber hier sind so viele Rote. Bender. Da ist er wieder am Ball. Ich bereite mich schon auf den Torschrei vor. Erstmal gibt's einen Einwurf. Marco Reus. Alaba. Jetzt müsste er flanken. Jetzt flankt er auch. Aber da wird der Trainer zufrieden sein. Elegant mit dem Fallrückzieher geklärt. Macht auch nicht jeder. Außer der kolumbianische Ex-Türhüter. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Oh oh. Oh oh. Boah. Gehen wir mal oben rum. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich auf von links nach rechts viel besser agieren und spielen kann als von rechts nach links. Ich weiß nicht warum. Bender. Gündogan. Lajikowski bewegt den Ball. Hopp. Na. Tackling auf der Außenposition. Gibt's ja gar nicht. Einwurf gibt es, fast an der Eckfahne. Puh, ja, was machen wir? Was? Also ein bisschen Bewegungsraum bräuchte ich vielleicht auch. Zwei Spieler, der kriegt ihn. Alter! Geht ihr mir auf den Zwirren, auf den heißen? Bender. Ja, war ja klar. Das war ja klar. Sollte mal einer sagen, Computerspiele werden nicht aggro. Ich glaube, die ganzen Amokläufer, die spielen FIFA. Von wegen Counter-Strike oder Battlefield oder sowas. Wir kriegen es nicht gebacken, dem Typen den Ball abzunehmen. Eigner. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, nice. Ach, schade. Und die Situation ist bereinigt. Blazikowski mit dem Swiffers Wild. Jakba. Zack! In die Fresse. Jetzt geht's rund. Schade. Es gibt die gelbe Karte. 10 Minuten später. Darf man sowas? Darf man sowas nicht? Ich meine, man kann am Anfang des Spiels in der 2. Minute Vorteil laufen lassen und gibt dann, weil, ah, jetzt geht doch mal ran da. Und gibt in der 89. die rote Karte. Weil dann doch irgendwie der Vorteil doch nicht so vorteilhaft war.
Was jetzt ein gutes Fußballspiel oder ein schlechtes Fußballspiel, wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Mitte. Ich wollte es gerade sagen, Manni, so lala, da kann schon noch mehr kommen. Weiter geht's. So, müssen wir gucken. Ein Tor muss noch drin sein. Warum ist eigentlich der liebe Herr Hummels nicht dabei? Der ist doch wieder fit gewesen. Boah, dauert das heute extrem lange. Da entschuldige ich mich jetzt erstmal für. Was? Ich habe den Hummels nicht mitgenommen. Nein, ich habe den Hummels nicht mitgenommen. Jetzt kann ich keine Mats sammeln. Oh, wie sie alle laufen in Zeitlupe. Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Alter, aber zumindest spiele ich jetzt auf die Seite, die ich meines Erachtens nach besser beherrsche. Wojciechowski bewegt den Ball. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Gefährliche Flanke. Seht ihr das? Und schon funktioniert. Da fällt er, der Führungstreffer. Da fällt er. Da. Führungstreffer fällt. Ne? Schubst. Wojciechowski bewegt den Ball. Boah, steh auf, wenn du ein Dortmunder bist. Boah, Alter. Wie kann der da so frei im 16er stehen? Ist er sehr aufmerksam in den Zweikämpfen. Der Kampf für die Befreiung. Es funktioniert einfach nicht. Jacques. Ah, ich krieg die Krise hier. Crack the Metal Krise. Hier funktioniert heute gar nichts. In den ersten drei Spielen ging es wenigstens, außer gegen. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich gegen Bayern spiele. Krieg ich denn da so eine Packung? Jetzt renn, mein Freund, renn! Das beste Stadion. Jacques. Gesundheit. Ja. Marco Reus. Ach Gottchen, Herr und Frau Peters haben gehochzeit. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Aber der Stadionsprecher: Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Hochzeit, Herr und Frau Peters. Ja, den kriegst du noch. Schön gerettet. Gerade so nochmal gerettet. Sonst hätte es ja ein Tor gegeben für die Roten. Jetzt greift er ihn an. Jetzt! Renn doch! Renn! Und schieß! Boah! Ein einziger Strahl und er hält den auch. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Wäre schlimm, wenn nicht. Boah, gerade nochmal gerettet, sonst hätten die Roten ein Tor geschossen. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft, sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Die gibt's nicht mehr. Die gibt's jetzt beim Tor. Jetzt könnte es gefährlich werden. Alaba. Nein, rennt er da einfach weiter. Das gibt's ja nicht. Und jetzt verliert er den Ball. Jetzt! 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 Nee! Ja, klasse Aktion des Keepers. Und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden.
Ich halte ihm auf denselbigen. Na los, nimm ihn dir mal. So dramatisch hättest du es nicht machen müssen, aber... Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Eigner. Jetzt! Oh, wow, ey, Alter, nicht schubsen. Kein Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Es wird nochmal eine Auswechslung geben. Flumm. Vielleicht soll der Gegner nochmal ein bisschen verwirrt werden. Was? Er bringt einen neuen Spieler. Der hat mich angeschubst. Ist wichtig. Du kannst aber auch 0-3 verlieren. Ja, und bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir keinen Vorteil für irgendeine Mannschaft. Das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht. Ah, Pumpgun Inc. Wieso denn? Es gibt Abstoß. Mal ein bisschen konzentrierter die ganze Sache jetzt angehen. Nicht so viel Alleingänge, sondern auch mal ein bisschen Humpel die Bumpel machen. Hier sind irgendwie viel zu viel von diesen Roten. Eigner. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. So, jetzt ist die Abwehr Ups. Zur Stelle. Ein das paar Minuten war jetzt aber nicht spielen, so. Und es ist noch alles drin. Es ist alles möglich in dieser Partie. Ja, das muss Abstoß geben. Der Kittel. Ich habe den dummen Verdacht, sie wollen hier gewinnen. Ja, und damit klar, noch ein Stürmer rein, alles ab nach vorne. Unentschieden ist zu wenig. Hey! Ja! Können Sie die Flanke verwehren? Nein, können Sie mal wieder nicht. War ja klar. Hätte ich vielleicht doch mit den Münchnern spielen sollen? Der Vorteil, sagt er. Macht er gut, macht er gut. Ja, der Schiri ist eine Pfeife, ey. Ich werde umgerannt und die kriegen Elfmeter, oder was? Bender. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Sicherlich nicht. Sehr gute Flanke. Wo soll dieser hin? Wo soll der Ball bloß hin? Zack, jetzt kriege ich bestimmt wieder rote Karte oder so. Alter, unentschieden, unentschieden. Dieses Unentschieden geht vollkommen in Ordnung. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Agro-Spiel. Tschüss.